Frau Präsidentin, werte Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Um es vorwegzunehmen, Ihr Gesetzentwurf ist ein dreister Etikettenschwindel. Es steht zwar Stärkung der Digitalisierung im Bauleitplanverfahren drauf, klang ja auch schon an, aber nach 3,5 Monaten, 2 öffentlichen Anhörungen und einem Änderungsantrag der Regierungsfraktion ist aber vor allem noch etwas anderes drin, was mit Digitalisierung nichts zu tun hat. Ihre beiden Lieblingsthemen, wer hätte es gedacht, nämlich die Masseneinwanderung und die Energiewende. Sie haben nämlich, und wir schauen da jetzt mal drauf, ein Problem. Ihre Masseneinwanderung und Ihre sogenannte Energiewende sind wahre Raumfresser, und deswegen beschäftigen wir uns ja damit. Schauen wir uns mal eins nach dem anderen an. Weil Ihnen der Ausstieg aus unseren verlässlichen und bezahlbaren Energiequellen nicht schnell genug ging und Sie volle Fahrt für Flatterstrom fahren, herrscht ganz plötzlich überall Raummangel. Also suchen Sie sich neuen Raum. Fündig werden Sie in der Landwirtschaft. Hier führen Sie jetzt eine Privilegierung für sogenannte Agri-PV-Anlagen ein. Sie wollen Sie weitere landwirtschaftliche Flächen für Ihren Solarstrom-Irrsinn freigeben. Fündig werden Sie auch in bereits ausgewiesenen Gewerbe- und Industriegebieten. Hier sollen ab jetzt Photovoltaik und Wind auch gebaut werden dürfen. Ein Wahnsinn. Dieser Dirigismus hat weitreichende Folgen, denn durch die Einschränkung der kommunalen Planungshoheit nehmen Sie den Kommunen die Möglichkeit, konkurrierende Interessen an ihrem Grund und Boden selbst abzuwägen und auszugleichen. Damit legen Sie die Hand an die kommunale Selbstverwaltung. Daher sage ich Ihnen, stoppen Sie Ihren Landraub an den Gemeinden und respektieren Sie die gewachsenen Strukturen unseres Landes. Aber schauen wir jetzt auf die Masseneinwanderung. Hier gilt dasselbe. Die Millionen Flüchtlinge, die Sie riefen, brauchen Platz. Plötzlich herrscht Mangel überall an Wohnraum, vor allem in den Ballungsräumen. Fündig werden Sie in der Suche nach Raum auf der grünen Wiese. Hier sollen Sie wieder Flüchtlingsunterkünfte und Containerdörfer entstehen. Dazu hebeln Sie die Bauleitplanung aus, indem Sie die Sonderregeln für Flüchtlingsunterkünfte verlängern. Ich erinnere Sie daran, dass die ungehemmte Masseneinwanderung nach Deutschland für die Gemeinden unerträglich geworden ist. Aber offensichtlich haben die Gipfelgespräche bei Ihnen keinen Eindruck hinterlassen. Denn anstatt auf die kommunalen Spitzenverbände und die Gemeinden zu hören, zwingen Sie diese, das eigene Land zur Verfügung zu stellen, und die Union bietet sich wieder einmal als willfähriger Helfer dankend an. Kurzum, dieses Gesetz zieht den Deutschen sprichwörtlich den Boden unter den Füßen weg. Es ist ein Angriff auf die Gemeinden als Identitätsstifter und als Wohnort. Ihr ursprüngliches Vorhaben, die Beschleunigung des Bauleitplanverfahrens zur Digitalisierung, mag ehrenwert sein. Hätten Sie das nicht nur in der Überschrift geschrieben, sondern mit wirklichen Maßnahmen umgesetzt und Ihre Ideologieprojekte weggelassen, hätten wir und die Bürger uns sehr gefreut. So können wir natürlich leider nicht zustimmen. Aber, sehr geehrte Mitglieder der Regierungsfraktion und der Union, die Bürger haben ihre egoistischen Frechheiten satt. Und sie wollen ihre Politik nicht mehr. Die Bürger verstehen mittlerweile, wer für ihre Interessen einsteht in den Parlamenten. Und deswegen steigt die AfD auch in den Umfragen. Ich bitte Sie, setzen Sie Ihre ideologischen Brillen endlich ab. Sehen Sie klar und dienen Sie endlich dem deutschen Volke, ganz so, wie es hier am Reichstag steht. Vielen lieben Dank. Heute blau. Ja. Daniel Fürst hat das